Ja, vielen herzlichen Dank auch für das Advertisement, für die Ankündigung des Buches. Vielleicht gibt es sogar noch Leser hier, die eventuell auch nach meinem Buch greifen werden. Meine Damen und Herren, ich war auf beiden Seiten des Krieges so tätig. Im Falle des Kosovo, im Wesentlichen vor, wie Herr Professor Steckner schon erwähnt hat, vor dem Finale, der tatsächlich so etwas wie einen klassischen Krieg dargestellt hat, die NATO-Intervention 1999, wo ich als Beauftragter der Europäischen Union gemeinsam mit einem amerikanischen Sonderbeauftragten, wir versucht haben, noch in dieser letzten Phase vor dem Krieg einen Kompromiss zustande zu bringen, über mehrere Phasen hinweg auch, und das ist, glaube ich, sehr interessant, dass man verschiedene Institutionen dort eingesetzt hat, regionale Organisationen. Die erste überhaupt war eine Ad-Hoc-Geschichte, sogenannte Kosovo Observer Mission, wo aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Jelzin und dem jugoslawischen Präsidenten Milosevic, man sich darauf geeinigt hat, in den Kosovo zum ersten Mal internationale Beobachter hineinzulassen. Ja, und das war natürlich schon ein ziemlich großer Erfolg, muss man sagen, für die internationale Diplomatie, der Druck, der erzeugt worden ist von den Vereinigten Staaten, von der Europäischen Union, und wo man dann eben auf die regionale Organisation der OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, damit beauftragt hat, dort eine Observer Mission einzuführen. Das allerdings war zu einem Zeitpunkt, als die Eskalation schon sehr weit fortgeschritten gewesen ist. Und es ist vielleicht interessant, darauf hinzuweisen, dass es, und das entspricht absolut nicht der Tradition dieser Region, über Jahre hinweg im Kosovo unter dem damaligen Anführer der Kosovaren, Ibrahim Rugova, ein ziviler und ziemlich zivilisierter Widerstand gegen die Zentralautorität Belgrad durchgeführt worden ist. Belgrad hatte Jahre vorher den Autonomiestatus des Kosovo einfach abgeschafft. Ja. Und als dann alle Hoffnungen sich auf Dayton 1995 gerichtet haben, wo wir, wie wir heute wissen, der Krieg in Bosnien-Herzegowina dann beendet worden ist, und da war ich, um das noch zu ergänzen, nach dem Krieg dort bei der Implementierung des Friedensvertrages als hoher Repräsentant tätig, als internationaler Zivilverwalter im Großen und Ganzen. Da hatten sich die Hoffnungen damals der Albaner auf diese Friedenskonferenz gerichtet, in der Hoffnung, man würde dort auch eine Lösung für den Kosovo finden. Und das ist nicht geschehen. Und ich glaube, das ist die erste Lehre, die man ziehen kann. Dass nämlich erst militärischer Widerstand notwendig zu sein scheint, damit die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf dieses Problem gerichtet wird. Danach dann ist erst die sogenannte Kosovo-Befreiungsfront, UCK, gegründet worden im Kosovo, und dann hat der militärische Widerstand begonnen, und innerhalb weniger Jahre, der 96, 97, 98, innerhalb weniger Jahre ist die Sache derartig eskaliert und internationalisiert worden und hat dann wirklich in den entsprechenden Hauptstädten auch sofort dann Aufmerksamkeit erregt, und man dann versucht hat, eben einen Friedensvertrag dort im Zuge einer sogenannten Shuttle-Diplomacy. Wir sind da dann zwischen Pristina und Belgrad hin und her gereist und haben dann versucht, einen
Kompromissvorschlag, sozusagen die Wiederherstellung der Autonomie, da ist es noch nicht um Unabhängigkeit gegangen, zu erreichen. Da ist uns einfach dann sozusagen die Eskalation davon galoppiert und dann hat man einen letzten Last-Ditch-Effort gemacht, einen letzten Versuch unternommen und die beiden Streitparteien in das Schloss Rambouillet, das ist das Jagdschloss der französischen Präsidenten, eingeladen oder hinbestellt sozusagen. Da merkt man dann schon den Begriff, da kann man dann schon den Begriff der Coercive Diplomacy anwenden, also der Zwang, die mussten einfach kommen, nicht unter Waffengewalt, aber doch unter sehr großen internationalen Druck. Und dort sind dann über mehrere Wochen die Verhandlungen gelaufen, die dann letzten Endes von der kosovarischen Seite unterschrieben worden ist der Vertrag, aber nicht dann, obwohl wir Belgrad eine große Pause, Nachdenkpause gegeben haben von jugoslawischer Seite, von Milosevic im Wesentlichen, und danach ist es dann eben wie bereits vorher angekündigt, und die NATO kündigt das ja dann in mehreren bürokratischen Stufen an, über Act Ord und so weiter. Also da hat es dann sozusagen der Automatismus, das Scheitern der Friedensbemühungen, der dann automatisch gleichsam, und das ist eine sehr bedenkliche und problematische Konstruktion natürlich, eben zu dieser NATO-Intervention geführt hat, die obendrein nicht von den Vereinten Nationen sanktioniert gewesen ist. Ja. Das war und das ist mein zweiter Punkt, den ich machen möchte, wenn man solche Interventionen militärischer Natur macht, dann muss man eine breite Absicherung, und das ist eben das sind eben die Vereinten Nationen, dafür bekommen, damit das legitim wird. Und Juristen, die sehr gut sind, die als schwierige Situationen auf den Begriff zu bringen, haben dann formuliert, das war zwar illegal, weil es keinen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hat, aber legitim aufgrund der katastrophalen humanitären Situation. Dass dann, und da können wir später noch drüber reden, es erst zur Vertreibung von nahezu 1 Million Kosovaren gekommen ist, während dieser Intervention der NATO, die im Wesentlichen ein aus der Luft erfolgt, das ist eine andere Frage. In Bosnien, und ich möchte hier mal wirklich reden, wie konnte dort der Krieg beendet werden und vor allem, wie war dann der Versuch, den Frieden dort tatsächlich tragfähig und nachhaltig zu machen. Wobei ich davor warne, den Begriff Frieden zu breit zu fassen. Ja? Ich glaube, da ist wichtiger, dass man eben sagt, das Ende des militärischen Konfliktes. Denn gerade in Bosnien-Herzegowina zeigt sich bis heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Heißen Krieges, wenn Sie so wollen, dass dieser kalte Frieden, wie ich den gerne nenne, immer noch nicht zu einem positiven Frieden, wie ihn Galtung zum Beispiel formuliert hat, geführt hat. Und im Wesentlichen die Trennlinien zwischen den drei ethnischen Gemeinschaften, den Serben, Kroaten und den Muslimen, die sich Bosniaken nennen, immer noch vorhanden sind. Und hier zeigen sich natürlich auch bereits die Grenzen externer Intervention. Und das ist eine nächste Erkenntnis. Damals, 1995, wurde ein wirklich umfassender Friedensvertrag erarbeitet, bis ins Detail gehend, was der zivile Verwalter dort zu machen hat. Und ich habe in den Jahren, die ich dort war, so unmittelbar nach dem Krieg, über 100 Politiker, gewählte Politiker entlassen müssen aufgrund der sogenannten Bond Powers, die ich hatte, die, und das muss man als nächste Erkenntnis dazu sagen, statt von Anfang an erst nach 1,5 Jahren, nach der entscheidenden Phase der Friedensimplementierung, erst dem Hohen Repräsentanten gegeben worden sind. Und hier zeigt sich auch eine andere Lehre, eine weitere Lehre, die mir wichtig ist. Wenn man sich entschließt, mit solcher Massivität in einen vom Krieg zerstörten Staat, und Sie müssen bedenken, das war einerseits ein Bürgerkrieg, aber andererseits war das auch ein Aggressionskrieg, weil die beiden Nachbarn, insbesondere Serbien,
damals noch Jugoslawien genannt, mit Montenegro, und Kroatien versucht haben, dieses Land unter sich aufzuteilen, Bosnien-Herzegowina. Übrig geblieben wäre möglicherweise dann eben eine kleine Kolonie von Bosniaken, also eine muslimische Entität inmitten Europas. Und das gerade wollte der Friedensvertrag von Dayton verhindern. Und da ist da hat man einerseits, und das ist tatsächlich die Quadratur des Kreises, wenn Sie so wollen, und auch gleichzeitig ist das Problem, das wir heute noch haben, aufgrund der Verfassung, die damals oktroyiert worden ist, dass man auf der einen Seite eine Trennung der ethnischen Communities vorgenommen hat und auf der anderen Seite den Gesamtstaat, also die Einheit des Gesamtstaates, erhalten hat. Ja? Und dieser Widerspruch zwischen Trennung und Einheit, der ist heute dort nach wie vor vorhanden und zeigt die Problematik auf, wenn also sozusagen Lösungen gefunden werden am grünen Tisch, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, eine wesentliche Sache ist, und da komme ich auch auf einen ganz wichtigen Punkt, wenn man nicht die Geschichte wirklich und die politischen Zusammenhänge und die Vorgeschichte dieses Konfliktes bis in sehr viele Einzelheiten hinein kennt, vor allem, was immer unterschätzt wird unter Diplomaten und Politikern, die kulturellen Aspekte. Ja? Wenn man die nicht wirklich kennt, dann glaubt man, und das ist da tatsächlich auch passiert bei dem Friedensvertrag, dass diese ethnische Konfrontation einfach naturgegeben ist. Und man nicht gesehen hat, dass zum Beispiel noch wenige Tage vor Ausbruch des Krieges 1991, 1992, es noch eine riesengroße Demonstration für den Frieden in Sarajevo gegeben hat, die absolut multiethnisch gewesen ist. Ja? Das heißt also, diese Erfahrung wurde natürlich durch den Krieg weggeschwemmt und die wurde auch nicht mehr gleichsam wie ein Archäologe, als von Diplomaten ausgegraben, sondern man hat im Wesentlichen die Kriegspolitiker, die für den Krieg verantwortlich waren, sei es jetzt bewusst, und die sind ja dann auch letzten Endes vor dem Kriegsverbrechertribunal gelandet, oder eben aus Unfähigkeit oder weil einfach halt die Kapazität, die intellektuelle oder die politische nicht ausgereicht hat. Diese Kriegspolitiker sind dann über den Friedensvertrag von Dayton zu Friedenspolitikern gemacht worden, indem sie damit beauftragt worden sind, jetzt diesen Vertrag zu implementieren unter der Oberaufsicht der internationalen Gemeinschaft, eben des Hohen Repräsentanten. Ja. Und da muss man dazu sagen, das war natürlich ein ganz entscheidender Fehler, dass man nicht die zivilgesellschaftlichen, demokratischen Kräfte, die es natürlich gegeben hat, wurde nicht alles zerstört, aber die nicht organisiert waren eben, ja, nicht berücksichtigt hat. Das war meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Faktor, denn auch in autoritären Gesellschaften oder Staaten wie eben Jugoslawien, Titus Jugoslawien war, hat es gerade in Jugoslawien eine sehr starke und sehr interessante intellektuelle Schicht gegeben, es hat eine sehr interessante kulturelle Schriftsteller etc. gegeben, intellektuelle Professoren und so weiter. Diese Kräfte wurden nicht, und das hat eben dazu geführt, dass man eben eigentlich als internationale Gemeinschaft in diese Ethnofalle getappt ist. Ja? Und quasi die Ratio, die hinter diesem Krieg stand, in den Friedensvertrag hineingenommen hat. Ja? Man hat auch dieselben Parteien zum Beispiel, ja, und da habe ich oft mit Richard Holbrooke, der Chefverhandler in Dayton gewesen ist, darüber diskutiert. Warum habt ihr damals nicht eine Cooling-Off-Periode für alle Politiker gemacht, egal ob sie sozusagen juristisch schuldig sind oder nicht?
Ja, sagen, 5 Jahre ist einmal eine Cooling-off-Periode und wir schauen, wie holen wir neue Kräfte in die Politik, in die Gesellschaft und so weiter hinein. Ja. Und auch, warum ist damals, wo so vieles neu gegründet worden ist, keine Neugründung der Parteien nach den Dayton-Prinzipien erfolgt, nämlich nicht ethnisch, sondern multiethnisch. Ja. Und auf die Weise hätte man natürlich schon sehr viel unter irrsinnig großen Schwierigkeiten und Protesten, hätte man eine Grundlage legen können, auf der meiner Meinung nach jetzt rückblickend, aber der Rückblick ist dann immer 2020, sagen die Amerikaner, also ganz präzise, hätte man vieles von dem verhindern können, die Malaise, in der dieser Staat heute noch steckt, wo vor allem auch die internationale Gemeinschaft keine Exit-Strategie hat. Wir sind nach einem Vierteljahrhundert immer noch dort als internationale Gemeinschaft vertreten und es existiert immer noch dieselbe Organisation, die für die unmittelbare Nachkriegszeit gegründet worden ist. Ja? Und so schleppt sich sozusagen diese Geschichte hin. Ich weiß das besonders und ich bedauere das besonders, weil ich 2002 beauftragt worden bin, eine Exit-Strategie zu basteln. Und das wurde auch von allen, von meinen Bossen sozusagen in den Hauptstädten auch akzeptiert, dass man sagt, wir machen jetzt eine Übergabe, ich habe es Europäisierung des Konfliktes genannt, wo man eben von diesem Office of the High Representative, dieser Gründung, der im Dayton-Vertrag überleitet, zu einem EU-Office. Das hat es zwar dann gegeben, das gibt es auch noch, aber es gibt jetzt eine Parallelstruktur seit vielen Jahren, die völlig sinnlos ist, weil die Menschen auch nicht wissen, wer ist denn eigentlich jetzt noch zuständig. Also das sind so die Lehren und die Probleme, die man sieht. Aber man muss natürlich sagen, und ich komme jetzt zum Abschluss, es gibt natürlich auch unglaublich viele positive. Zum ersten Mal, das Größte ist, nach 1995 hat es keinen Rückfall mehr gegeben in Bosnien in eine Kriegssituation. Und das ist immerhin etwas, wenn wir aus der Statistik, das weiß nicht, über 50% der einst beendeten Konflikte wieder in einen Konflikt zurückfallen. Ja? Also das ist schon immerhin etwas und betrifft die Menschen. Ja? Und damals wurde auch natürlich, ist man in dem Friedensvertrag, der wie gesagt sehr ambitioniert gewesen ist, hat man zum Beispiel das Recht auf Rückkehr stipuliert. Und eine meiner Hauptaufgaben war, die 2 Millionen Flüchtlinge und intern Vertriebenen wieder in ihre ursprünglichen Dörfer, Orte, Städte und so weiter zurückzubringen, wo alles zerstört war, natürlich Wiederaufbau, damit ein ganz wesentlicher Teil etc. Aber es bestand ein Anspruch darauf und der wurde auch sehr stark zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung unterstützt, wo man ja hunderttausende Flüchtlinge auch selbst im Land hatte, die man loswerden wollte. Auch eine Lehre für heute für Syrien. Und auch die Rückgabe des Eigentums war auch etwas, was sozusagen eine gewisse Innovation auch dargestellt hat in dem Zusammenhang. Und das, glaube ich, hat sehr, sehr viel natürlich auch gebracht. Und als direkter Ausfluss, aber darüber werden Sie wahrscheinlich mehr reden, des Kosovo-Konfliktes hat es dann die Responsibility to Protect gegeben, R2B, wie es abgekürzt heißt. Das heißt, wenn, und das können wir später noch vielleicht etwas mehr erklären, weil es auch eine Problematik an sich hat, aber wichtig ist, das heißt, hier hat das Völkerrecht sich weiterentwickelt, wurde dann 2005 auch von den Vereinten Nationen angenommen, dass der Staat verpflichtet ist, die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren, ja. Und wenn er das nicht macht, wie im Falle Kosovos, man hat gesagt hat, dass es eben Unterdrückung gegeben hat, wie es jetzt zum Beispiel in Syrien passiert, dann hat die internationale Gemeinschaft das Recht oder sogar die Verpflichtung zu intervenieren. Aber es ist ein breiteres Thema. Es ist auch interessant, wie man natürlich im Laufe des Konfliktes, der ja begonnen hat im Norden in Slowenien in einem kurzen Krieg, dort konnte noch die Europäische Union, damals Gemeinschaft, noch eine Lösung finden,
sodass die jugoslawischen Truppen abgezogen sind, aber die Kriegskarawane ist weitergezogen und man hat in Kroatien insbesondere, und da haben auch unsere Regierungen hier in Europa, nicht zuletzt auch Bonn und Wien, eine gewisse Mitverantwortung, dass man übersehen hat, dass es dort eine serbische Minderheit gibt, ja? Und dass die Idee Tudjmans, des serbischen Präsidenten, einen kroatischen Nationalstaat zu machen, natürlich direktissima in einen Konflikt führen musste, ja? Weil es dort schon die Rebellion auch der serbischen Gemeinden gegeben hat, etc. etc. Also das sind so ein paar Dinge, die wesentlich sind. Natürlich hat man damals auch das Konzept der präventiven Diplomatie weiterentwickelt, ich habe schon Coercive Diplomacy genannt, Mediation und so weiter, wurde damals auch auf der offiziellen, wie man das so schön heißt, Track 1 Ebene durchgeführt. Und natürlich waren auch sind friedenspolitische Ansätze ins Völkerrecht aufgenommen worden und auch ins nationale Recht. Kaum woanders sind die Minderheitenrechte so auf dem Papier ausgeprägt wie jetzt in der Region des Westbalkans. Und ich habe dann noch ein paar andere Punkte, die man natürlich auch erwähnen sollte, sozusagen auch die Teilprivatisierung von Konfliktmediation, die Rolle von Thinktanks, NGOs und so weiter, hat sich dort sehr stark auch herausentwickelt. Und was wir auch dort, das ist mein letzter Punkt, den ich machen möchte, was die internationale Gemeinschaft absolut unterschätzt hat und auch heute noch unterschätzt, ist der Faktor Bildung und Schule. Ja? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das wurde verabsäumt, hier eine wirklich friedenspolitische Bildung einzuführen. Ja? Das zu oktroyieren wäre wichtiger gewesen als eine Verfassung, die sehr viele Probleme hat, mit denen sich das Land heute noch beschäftigt. Das sind ein paar eher so wild gestreute ja. Erkenntnisse und Erfahrungen. Vielleicht ich denke, wir werden auf den einen oder anderen Punkt jetzt noch zurückkommen. Und ich denke erstmal vielen Dank für diese kleine Reise zurück sozusagen in die Fairnisse des westlichen Balkans. Ich meine, das haben wir ja sozusagen, wir sind ja alle oder viele von uns sind ja Zeitzeugen, aber man hat das auch schon teilweise wieder vergessen. Also die aktuellen Konflikte überlagern das ja, dass wir in den 90er Jahren schon auch eine massive Krise hatten. Das war ja auch eine Krise Europas. Es wurde zwar gesagt, der Balkankrieg, das ist jetzt die Stunde Europas, das hat ja nun da der damalige luxemburgische Außenminister gesagt, und es wurde ein europäisches Desaster zunächst einmal, ja. Und insofern war es, denke ich, ist wichtig, auch nochmal dieser Rückblick eben, dass eben diese Balkankriege, die dann in unterschiedlicher Weise, wie Sie es ja auch geschildert haben, bearbeitet wurden nacheinander mit den Schwierigkeiten, die Sie genannt haben, und sehr viele sozusagen Schlüsse, und das wäre jetzt eben die Überleitung auch zu Ihnen, sehr viele Schlüsse sind auch dann unter den verschiedenen Akteuren des Friedensmachens sozusagen aus diesen westlichen Balkankriegen gezogen worden, also mit teilweise eben diverse Lehren.